keiner anderen Stadt der Welt mit einem einzelnen Möbel derart gehuldigt. Es steht für Tradition und Kaffeehauskultur und ist weltweit bekannt. Der Nummer 14 von Tonet. Doch was macht so ein Möbel zum Designklassiker? Der deutsch-österreichische Tischlermeister Michael Tonet macht sich als Bau- und Möbeltischler selbstständig und experimentiert ab 1830 mit Möbeln aus gebogenen und geklebten Holzleisten. Nachdem sein Bopparder Schichtholzstuhl ihm erste finanzielle Erfolge beschert, gründet er 1849 mit seinen 5 Söhnen sein Unternehmen Gebrüder Tonet. Ein Jahr später, im Jahr 1850, produziert die Firma unter Michael Tonet den Stuhl Nummer 1. Er ist der erste in einer Reihe von Buchholzstühlen und es folgen noch einige von ihnen, bis dann 1859 der Konsumstuhl Nummer 14 in Produktion geht. Der Nummer 14 wird schnell zum Welterfolg. Zwischen 1860 und 1930 werden an die 50 Millionen Exemplare verkauft. Er besteht aus nur 6 Teilen und 6 Schrauben und kann daher demontiert mit 35 weiteren Stühlen in einer 1 Kubikmeter großen Kiste verschickt werden. Die damals innovative Arbeitsteilung und serielle Produktion schlagen sich auch im Preis nieder. Der Nummer 14 ist günstig. Auf ihm sitzt man bei Stalin im Weißen Haus und natürlich in Wien. Gebrüder Tonet wird zum K&K Hoflieferanten ernannt und auf der Weltausstellung Paris 1867 wird Gebrüder Tonet Vienna für seine Bentwood Chairs mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Zu dieser Zeit kennt man den Nummer 14 als Vienna Kaffeehausstuhl oder Bistro Chair. Michael Tonet stirbt 1871. Jedoch aus seiner Tischlerwerkstatt ist Ende des 19. Jahrhunderts ein enormer Industriezweig geworden. Die Firma Gebrüder Tonet hat sich zu einem Industrieunternehmen mit Weltruhm entwickelt und in zahlreichen Ländern werden nach und nach neue Fabriken und Warenhäuser eröffnet. Unter anderem das repräsentative Tonet Haus am Wiener Stephansplatz. Doch die Geschichte meint es nicht immer nur gut mit den Nachkommen von Michael Tonet. Während des Ersten Weltkrieges investiert die Familie Tonet aus patriotischer Kaisertreue viel Geld in Kriegsanleihen. Der Zusammenbruch der Monarchie und die schwierigen Nachkriegsjahre setzen dem Unternehmen schwer zu. In den 1920er Jahren kauft sich der ungarische Kaufmann Leopold Pilzer in die Firma ein und führt Tonet mit seiner Firma Mundus und später mit dem einstigen Buchholzmöbelkonkurrenten Jakob und Josef Kohn zusammen. Pilzer schafft es, das Unternehmen wieder profitabel zu machen, indem er in Stahlrohrmöbel investiert. Dazu kauft er in Berlin Bauhausunternehmen und führt Entwürfe von Mies van der Rohe, Le Corbusier und Marcel Breuer aus. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wird Tonet in nationale Einzelunternehmen aufgeteilt. Fortan wird in Frankreich, den USA, der ehemaligen Tschechoslowakei, in Polen, in Deutschland und schließlich auch in Wien unabhängig voneinander produziert. Das Tonet-Haus am Wiener Stephansplatz fällt im April 1945 einem Brand zum Opfer und muss von der Familie als Ruine verkauft werden. Noch im selben Jahr nimmt die Firma Tonet Vienna die Produktion in einer Werkstatt in Wien-Landstraße wieder auf. 1963 bauen sie im steirischen Friedberg ein neues Werk. Rund 10 Jahre später kommt es zur endgültigen Trennung zwischen Tonet Deutschland und Tonet Wien. Tonet Vienna wird 1996 von der Familie Tonet an das Unternehmen LAFO in Köln verkauft. 2001 erfolgt eine weitere Übernahme durch den italienischen Konzern Poltrona Frau, der bis heute im Besitz von Tonet Vienna ist. Seit 2001 sinkt jedoch auch der Marktanteil stetig und 2006 wird das Produktionswerk im steirischen Friedberg aufgelassen. Da wo einst das Werk war, gibt es jetzt ein Tonet-Museum, das sämtliche dort produzierten Möbel ausstellt.
2008 schließt dann jedoch auch der letzte Schauraum Tonnets im ersten Bezirk in Wien. Tonnet Vienna hat weltweit keine Geschäfte mehr. Da wo einst Nummer 14 die Aussage zierten, wirbt jetzt ein Designer-Flagship-Store mit seinem Outlet. So wie viele Wiener Schnitzel im Restaurant fälschlicherweise vom Schwein und nicht vom Kalb kommen, sind die meisten Stühle der Art Nummer 14 auch nicht original Gebrüder Tonnet. Die deutsche, als Familienbetrieb geführte Firma Tonnet in Frankenberg etwa, darf den Nummer 14 nur in abgeändertem Design unter dem Namen 214 produzieren. Seine Sitzfläche ist im Gegensatz zu Michael Tonnets Original nicht rund. Der echte Nummer 14 hingegen ist inzwischen eine Antiquität geworden. Selbst in den bekannten Wiener Kaffeehäusern sieht man ihn nur mehr sehr selten in einer unverfälschten Form. Jedoch gibt es den Nummer 14 heute in hundertfacher Ausführung. Natürlich in Form von Plagiaten des Originals, aber auch als Neuinterpretationen von Designern oder in der Billigversion als bunte Garten-Plastikmöbel. Nummer 14 ist das Symbol eines Kaffeehaussessels in eine kollektive Wahrnehmung von Design eingegangen. Seine einstige Erschwinglichkeit, die einfache Bewerkstelligung des Exports in großen Mengen, seine langjährige Haltbarkeit und seine Kompatibilität mit verschiedensten Arten von Wohnräumen zurückzuführen auf sein verglichenermaßen schlichtes Design, machen den Nummer 14 zu dem, was er ist. Ein Designklassiker. Wenn nicht der erste Designklassiker der Welt. Doch egal ob Original, Replikat, Kopie oder Miniatur, der Nummer 14 ist heute Kulturgut. Und eines haben sie alle gemeinsam. Es gäbe sie nicht, hätte nicht Michael Tonnet 1859 den ersten entworfen. Mit derselben Methode wie damals, nämlich durch Erhitzen des Holzes in Wasserdampf, werden auch heute noch Tonnet-Stühle hergestellt. Der Stuhl Nummer 14 gilt heute als das erfolgreichste Industrieprodukt der Welt und der Grund, warum Michael Tonnet als Pionier des Industriedesigns angesehen wird.